Willkommen zu einem neuen Vlog, also der vorletzte Tag eigentlich, obwohl, ja, schon. Und ja, heute wollten wir ins Tiki-Bad gehen. Das ist nicht ein süßer Name, Tiki-Bad. Das ist so eine Bar, also eine Bar, eine Schwimmhalle mit 13 Rutschen, so ein Spaßbad ist das, ein Riesending. Da werden wir heute hingehen, natürlich noch in den Park, dann werden wir noch so ein kleines Fazit machen und machen dort was Chilliges. Ein bisschen essen, ein bisschen trinken, ein bisschen was Gemütliches, also kein Stress. Wir haben mal eh schon alles gemacht und Sommerrodelbahn kommt auf jeden Fall auch noch am Strand heute und ja, genau. Wir sind jetzt auf dem Weg zum Park. Park. Das Wetter scheint, die Sonne blüht, ne? Genau. Das Wetter scheint, die Sonne blüht. Ja, wir treffen uns heute jetzt wieder mit den Monkus und Carlos. Geht schneller, als wenn ich sage Moritz, Pinko, Carlos. Und ja, genau, mal schauen. Die sind jetzt irgendwie bei Falcon und bei Madmill. Und da wollten wir eigentlich eine Sommerrodelbahn auf jeden Fall noch machen. Und den Rest ist mir egal, muss ich eigentlich gar nicht mehr fahren. Ja. Weil, ja. Ganz gechillt. So, erste Station. Madmill. Und die Monkos sind auch wieder am Start. Und der Carlos. Der Typ, den jeder kennt. Wir gehen jetzt auf die Sommerrodelbahn. Ja, auf die Rodelbahn. Das ist eine Sommerrodelbahn. Voll hier aber. Schönes Wetter. Drauf und nach 5 Sekunden war ich hinter letzten, Carlos. Ich bin in den letzten Dings noch Highspeed gefahren durch. So. Wie war's? Toll. Ich wurde nicht ausgebremst, super. Carlos, wie war dein erstes Mal? Ja, ja, weil du die ganze Zeit abgebremst hast. Ich will Puffer schießen. War aber jetzt nicht so der Hammer. Ich fand's halt, also die Hochfahrt war länger als das eigentliche Fahrt. Aber war cool. Und mein Bob hat funktioniert. Ich konnte schnell fahren. Ja, gar nicht. Und dann der war gut, oder? Locker easy. Gibt's einen Lieblingsmenü dafür, oder? Ein Lieblingsmenü, aber ohne Butter. Also die überwindet sich jetzt, der erste Topspin? Naja, der erste nicht. Ich war schon mal, aber das war schon Jahre her. Und der Moritz, auch sein erster, oder? Ich dachte, du wärst schon mal Talo krank. Ah, nee, das ist krank. Der Moritz meinte gerade, ja, wenn die Vivi mitgeht, geht Herr Moritz auch mit, aber damit hat er jetzt nicht gerechnet. Die Sonja, er ist ganz sprachlos gerade. Gar nicht, was er davon halten soll. Scheiße, es hat alles weh und bei euch? Ich fand der Oberschenkel. Hat er voll Probleme mit den Schultern? Schmerzen so als gestern der Blüte. Das war richtig schlimm. Wenn wir dann so gehangen haben, dachte ich so, oh Scheiße. Okay. Der geht so zu. Nee, das hat mir nicht gut gefallen. Ein Daumen nach unten für diese Attraktion. Ja, du musst Karte Karma ausprobieren. Nein, doch. Karte Karma. Toll, ne? Losfahrt, die ist schön. Schon die dritte Runde, die ich jetzt hier. Aber ihr wolltet doch, seid ihr nicht zur Schaukel gefahren? Nee, die sind alle sitzen geblieben und da mussten wir in der Mitte sitzen, da hatten wir keine Lust drauf. Und jetzt gehen die raus, ne? Und jetzt gehen die raus. Nee, die bleiben schon wieder sitzen. Das waren doch die. Ja, die ist wirklich cool. Ja, außen ist die wirklich voll toll. Voll geile Schiffschaukel ist hier. Muss man unbedingt gemacht haben, ist das Highlight im Park. Wenn so groß. Tschüss. Nee. Also, wir fahren jetzt, ne, nach Hause. Vivi und Kevin lassen uns hier ein bisschen ums Fahren. Bleiben hier. Alleine. Ohne uns. Geht gar nicht. Wir hätten uns auch eine Entschuldigung schreiben können. So für Schule. Achso, das kann man so machen. Die Monkos sind entschuldigt und Carlos auch. Ach so. Die sind fröhlich und machen Seifenblasen. Verstehe ja, ich gar nicht. Sehr fröhlich. Seifenblasen machen einen so glücklich.
Also, tschüss. Tschüss. So, die sind jetzt alle weg. Wir haben uns jetzt hier allein gelassen. Endlich Ruhe. Ich weiß gar nicht, was wir jetzt machen sollen. Die Ruhe genießen. Stimmt. Hört ihr die noch? Nee. Du redest die ganze Zeit. Ach so. So. Wir gehen jetzt ins Tiki Bad gleich. Jetzt wir müssen gleich. Unsere Sachen gleich noch packen jetzt. Fürs Tiki Bad. Ja, und dann geht's. Und dann ein bisschen planschen, planschi. Planschi, planschi. Wir gehen jetzt hier oben in das Tiki Bad schwimmen. Das hat angeblich 13 Wasserrutschen und das ist irgendwie die größte in den Benelux-Ländern. Schwimmhalle. Wir sind mal, ja, genau. Und ich würde sagen, auf geht's. Wir erzählen euch gleich im Düngalo weiter was, genau. Weil es sehr windig gerade hier ist, damit ihr uns auch versteht. Oh Leute, ich bin so müde. Ne? Also erstmal das Tiki-Bad war an sich richtig cool. Also es war warm, feucht und nass. ja, die Sache ist, es hatte 13 Rutschen gehabt und ich war richtig geschockt bei der ersten Rutsche. Ich kenne das nämlich nur so richtig oldschool, weißt du, du musst dich so hinlegen, damit du mal schneller wirst und so, ne? Weil sonst ist man so mega langsam und es könnte sein, dass sich nie mehr einen reinfällt und so, ne? Aber ich bin seit Jahren nicht mehr in so einem Wasserbad da, Spaßbad gewesen. Wir sind ja Ampeln, das kann ich auch. Aber das ging auf einmal so krass ab, man ist richtig schnell geworden, ich weiß gar nicht wieso. Nee, also ich habe gedacht, bist du auch so schnell geworden auf einmal? Also am ersten Mal habe ich echt ein bisschen Panik bekommen, weil ich damit überhaupt nicht gerechnet hätte. Ne? Auf einmal kriegt man richtig Speed und bist du so, du kriegst immer ein Wasser so in den Mund und so. Also ich war mega geschockt. Ne? Und dann sind wir aber mehrere Rutschen gefahren und diese Trichterrutsche, da wo du in die Mitte reinfällst, ist auch richtig, richtig cool. Diese Fallrutsche war auch geil. Die welche? Wenn du drin stehst und der Bodenklappe. Ja, da gab es auch noch eine Bodenklappe weg. Und dann hast du so, fliegst du da so rein. Aber dir war leider Gottes sehr kurz zu strecken. Aber es war auch lustig. Alle Rutschen gemacht, außer einer? Eine, aber ich konnte auch nicht mehr. Ich war irgendwann fertig. Aber es ist richtig anstrengend. Ne? Und aber das Einzige, was ich zu bemängeln habe, ist auch das Einzige, ist, dass es teilweise in den Umkleidekabinen unheimlich dreckig ist. Ich rede jetzt von Papier, was auf dem Boden liegt, von Plastik, was auf dem Boden liegt, von undefinierbaren Dingen, die auf dem Boden liegen. Das ist nicht so schön. Naja, okay. Aber an sich war es ein sehr, sehr schönes Bad. Und man hat ja gratis Eintritt, 2 Stunden waren wir jetzt da. Genau. Über die Dungalos haben wir gratis Eintritt bekommen. Und es hat auch voll ausgereicht. Ja. Also wir hatten jetzt noch 10 Minuten. Ja. Wollten wir die eine Woche machen, das Wellenbad nicht und sogar noch früher fertig gewesen. Und jetzt sitzen wir hier und essen lecker. Und sogar nicht warten, bis ich lecker die Kamera kommt. Wir haben nämlich Hunger, aber es ist herzlich, wie wir essen. Was denn? Hunger. Wir haben uns jetzt hier Schinken mit Käse geholt.
Pfannkuchen. Sieht auf jeden Fall lecker aus, oder? Okay, die sind meistens relativ fetthaltig. Hast du gerade einen probiert? Wie schmeckt's? Okay, okay. Okay, super. Dann einen guten Hunger. So, Kevin fährt jetzt mit dem Sky. Wie heißt denn? Wie singt der jetzt da drin? Genau. Und, Wild Wings, Wild Wings. Das ist er jetzt gerade drin. Heißt der Skyfly Wanderers und Wild Wings. Ganz vorne und, ja, genau. Kevin dreht und dreht und dreht und dreht. Noch länger, aber es ging nicht. Ja, musste ja auch nicht. I did zero. I did zero. 72 Überschläge. Und Winko damit übertroffen, wir sagen, Winko, tut mir leid, aber Kevin hat jetzt doch ein bisschen mehr sich mehr gedreht. Aber du hast vorher aufgehört. Ich habe vorher aufgehört, weil das ging nicht mehr. Es hat so gedrückt im Kopf, aber richtig cool. Macht Spaß. So, wir gehen jetzt in den Souvenir-Shop rein. Also mal schauen, was da so gibt. Ja, mehr viel Zeit. Der Park macht, glaube ich, jetzt gleich zu, ne? Nee, die Attraktion machen zu. Ja, ja, genau. Der Park hat noch bis 22 Uhr ungefähr auf. Ah, ja, ist Souvenir-Shop. Das ist ja so, wir haben uns jetzt überlegt, diese schöne Toiletten, du hast das geholt. Schön, ne? Schick, oder? Würde in unser Bad passen. Auf jeden Fall, hab ich. Was willst du mir sagen? Ist auch voll lecker. Was sagst du, wenn so wie ein Souvenir-Shop? Ja, halt ja. Kitschigen Krimskrams und der aber so Süßigkeiten-Shop. Aber es war eher wie ein Krimskramsladen. Ja, eher so. Richtige Souvenirs hatten sie jetzt nicht direkt vom Park. Nein, so ein LKW, wo Dünenrein drauf stand oder die Frösche, aber das war's nicht. Und wir hatten von Amsterdam irgendwie noch Merch. Amsterdam Souvenirs gehabt. Und in dem anderen war so Bademode, wenn du halt das Schuhwaren vergessen hast. Und in dem anderen waren ganz Süßigkeiten. Das wäre der beste Shop. Der Süßigkeiten-Shop. Warum liegst du auf dem Boden? Ja, weil hier so eine Katze ist, die gerade gefüttert haben. Wie so ein richtiges verfressenes Ding. Aber total eingebildet. Also ich muss sagen, ich bin eher so der Hundetyp, ne? Eine Katze, guck mal, wie die jetzt hier steht. Schon mit dem Rücken zu mir, ne? Also von vorne zu stehen. Der Salami ist leer. Salami ist weg, hast du geschmeckt. Jetzt geht's bestimmt gleich woanders knabbern. Gammeln, ne? Hast du gemerkt, Momos, gibt's jetzt nichts mehr? Wir sind gerade am Mini-Bullen. Aber schön, dass es ist ja voll doof. Naja, auf jeden Fall ist er jetzt eine Absperrung, dass er gar nicht ausrollen kann. Das nennen die hier Mini-Bowlen. Eigentlich ist das Kegeln, aber okay. Und ich bin jetzt dran. Der dritte Tag. Oh, meine Schulter. Ach so, ja. Ich habe mich gerade abgeschüttelt wegen meinem Knöchel. Ich habe richtige Schulterschmerzen vom Topf drin. Ich bin alle kaputt. Ich habe meinen Knöchel. Tut mir seitdem, wie die Wasserrutschen gefahren sind, irgendwie weh, wenn ich zu viel laufe. Kevins Schulter. Wir sind alt und gebrechlich. Ja, der dritte Tag neigt sich jetzt langsam zum Ende. Ja, wir gehen jetzt ins Bungalow. Ich gehe noch ein bisschen live auf Insta. Mal schauen, mal gucken. Ich bin echt ein bisschen müde. Ja, das ging schnell vorbei, gell? Naja, und dann fahren wir morgen wieder nach Hause. Haben zum Glück nicht allzu weit, sind nur 2,5 Stunden. Okay. Aber trotzdem bin ich froh, wenn wir zu Hause sind. Haben wir schon gesagt, wenn uns der Park gefällt? Habe ich doch nicht gesagt, aber ich muss sagen, mir gefällt der Park echt gut, ne? Also, echt schöne. Ja, man kann also chillig angehen, weil hier sind dunkel. Wir könnten jetzt noch im Park spazieren gehen, ein bisschen rumlaufen. Machen wir aber jetzt nicht, weil ohne Markus und Carlos ist das nicht das Gleiche.
Und ja, wir finden den Park auf jeden Fall cool. Besser als Driefit, muss ich ehrlich sagen. Driefit gefällt mir deutlich mit Abstand besser. Ich weiß nicht, ob es deswegen ein Geschrei der Kinder war, das mich so abgefuckt hat. Aber im Großen und Ganzen finde ich tatsächlich das hier schöner. Wir haben auch coole Sachen. Die Achterbahnen sind cool. Wer jetzt? Was jetzt? Hier. Ja. Der Wasserpark ist mega. Also hat zumindest Spaß gemacht für die 2 Stunden. Selbst die kleinen Langsam-Attraktionen sind total niedrig. Den ganzen Tag kann man da jetzt nicht verbringen, aber... Nein. Muss ja man okay. aber auch nicht. Weil wenn die meisten, die hier sind, in den Parks sind, haben sich eh hier eingemietet. In Dungalows oder Zelten oder Wohnwagen und sonst so Zeugs. Was sagst du zu unserem Dungalow? Ah, Dungalow finde ich ganz... Es ist so, wie eigentlich sehr, sehr klein im Flur. Muss ich sagen, weißt du, wenn du einmal auf dem Klo bist, willst rausgehen, dann musst du aufpassen, dass nicht gerade irgendjemand steht in der Küche. Also es ist schon was eng, was klein, aber ja, ein bisschen... Kaputt ist jetzt die Couch oder was das da ist auch. Aber eigentlich kann man sagen, jetzt auch nicht großartig meckern. Das ist auf jeden Fall alles sauber. Das ist auf jeden Fall die Hauptsache. Und, ja, man hat sogar eine Spülmaschine, Kaffeemaschine, ja, Zenseo-Maschine. Ja. Ja, alles Mögliche. Also mir uns gefällt es wirklich top. Nur, also ja, also Kritikpunkt hier ist auf jeden Fall das WLAN. Also WLAN 30 Euro und hast angeblich Highspeed-WLAN, fliegst aber abends total oft aus diesem WLAN raus. Was auch nicht sein kann, weil ich treffe. Ja, du fliegst WLAN. Aus dem WLAN raus. Wir haben letzten 2 Tage gebraucht, um ein Video hochzuladen auf YouTube. 2 Tage. Und dann auch noch beschissen hochgeladen. Also Upload ist scheiße. Ja, ich muss es immer neu hochladen, weil nämlich das Thumbnail nicht mit, also beziehungsweise nimmt er irgendwie Thumbnails nicht an. Ja. Keine Ahnung warum, ich muss es nochmal zu Hause hochladen, aber zu Hause geht es ein bisschen schneller. Das ist halt schon... Bisschen gut. Ja, schon krass dreist. Wir haben eine Katze kennengelernt, die jetzt den ganzen Salami aufgegessen hat. Vielleicht sitzt sie da immer noch. Es lohnt sich auf jeden Fall auch hier auf dem Campingplatz zu sein oder halt einen Dungalow zu mieten, weil man hat automatisch, kann man an allen Tagen, wo man hier ist, kostenlos in den Park gehen. Ja, und im Tiki-Bad 2 Stunden kannst du auch noch Aber im Tiki-Bad kannst du nur machen, wenn du einen Dungalow hast. Ja. Das geht vom Campingplatz nicht. Also man kann das besuchen, aber man muss halt zahlen. Wir müssen das halt durch die Monks und durch Karte. Ich weiß halt nicht, ob die eine Ermäßigung kriegen oder den Vollpreis zahlen müssen. 5 Euro oder so, aber ich also der 5 Euro war 2 Stunden. Ja? Ja. Also halt noch so ein Vorteil. Ja. Aber ich finde, man hätte das WLAN für die Dungalows auch kostenlos machen können. So, das war's von diesem Vlog. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Morgen geht's wieder weiter nach MG Pusheltown. Dann gehen wir auf die Kirmes. Und wir freuen uns schon darauf. Ich würde sagen, viel Spaß noch auf YouTube. Macht's gut. Hier kommt es an, was wir gemacht haben. Schlaf gut. Bis dann. Tschüss. Ah ja. Butter, Butter, Stampfe. Eine Hand muss weg. Butter, Butter, Stampfe. Eine Hand muss weg.